Anlässen wie der Blick Winter Awards sind extrem wichtig für den Tourismus, weil gerade in einer Saison wie der, wo es ein bisschen schwierig ist, ist es umso wichtiger, dass man die schönen Winterbilder in die Welt rausdreht. Dass GOMS diesen Preis gewonnen hat, weil es seit Jahren im Langlauf aktiv ist und einen Haufen Leute gibt, die da ganz fest daran arbeiten, dass das Gebiet wirklich Jahr für Jahr kann Top-Läufer präparieren. Und es freut mich natürlich außerordentlich, dass wir hier mit diesem Award dürfen das Zeichen der Anerkennung für die Arbeit entgegennehmen. Wo hat man am meisten Spass? Wenn man in der Wintersaison anschaut, ist es sicher auf dem Jakobshorn. Das ist unser Fun Mountain. Aber es gibt natürlich auch ein Tal, Après-Ski, ohne Ende. Und von dort her kann sich jeder selber entscheiden, was er denn genau will auswählen in unserem Programm. Ob jetzt Lenzer Heid wegen Rosa gewonnen hat oder Rosa mit der Lenzer Heid, ist an sich eigentlich einfach zu beantworten. Wir gewinnen miteinander und wir verlieren miteinander. Und unser Claim, zwei Herzen, ein Skigebiet, das bringt es an sich eigentlich auf den Punkt. Wir haben erneut die zwei Kategorien gewonnen, in der Familie, Kategorie Familie und in der Kategorie Best Skigebiet. Und wir machen das eigentlich immer so, dass wir uns ab und zu am Berg oben treffen und dann werden die Pokale wieder austauscht. Ich gratuliere ganz herzlich zum ersten Platz in der Kategorie Klein und Fein im Alchseefrut. Gut, wir freuen uns extrem, dass wir den Preis für die Alchseefrut das zweite Mal heimnehmen dürfen. Vor allem ist der Preis für unsere Mitarbeitenden, für alle, die dafür gearbeitet haben. Wir geben extrem Gas jeden Tag, dass jeder Gast, der zu uns kommt, zufrieden ist und vor allem auch zufrieden wieder heimgeht. Ja, es ist eben nicht ein Gericht, das es ausmacht, sondern es sind die vielen verschiedenen Bergrestaurants, wo jedes ein bisschen anders ist und jedes natürlich auch wieder eine andere Küche hat. Aber ich glaube, so, wenn man wirklich ein Gericht raus haben müsste, dann ist es definitiv der Rösti, der in Zermatt mit dem Anblick vor dem Matterhorn besonders gut schmeckt. Die grosse Überraschung war, dass wir im Prinzip zwei grosse Titelverteidiger hatten. Zum einen Arosa Lenzer Heid, zum anderen Melchsee Frutt. Das zeigt aber auch, dass die Skigebiete oder die Wintersportart, die ihre Community wirklich mobilisieren, halt auch mehr Chancen haben. Und jetzt hoffen wir, dass in den nächsten Jahren alle so machen und dass wir dann wieder neue Überraschungen erleben werden.